Herzlich willkommen zu Cooking with Robbie Part 2 in Ilmenau. Heute zum Abendessen machen wir was ganz Feines. Und zwar werden wir servieren eine indische Suppe. Indische Linsensuppe nennt sich Dal. Das ist der erste Gang. Der zweite Gang wird sein Tomaten mit Mozzarella. Sehr fein. Der Nachtisch wird gebildet aus Thüringer Stammkuchen. Und das zu dem Ganzen gibt es noch einen feinen Joghurt-Lassi. Ja, ich würde sagen, 3, 2, 1 und los geht's! So, Schritt 1, weil die Suppe entsprechend am längsten braucht, fangen wir mit der Suppe an. In die Suppe geben wir neben den Tempolinsen für den Geschmack, soll ja auch eine indische Suppe werden, nennt sich dann Dal, geben wir Ingwer. Stückchen. Fast besser wäre es noch, den Ingwer zu reiben, aber bei uns ruft der Hunger und weniger der Perfektionsdrang. Wir setzen den hier auf und können jetzt schon sofort den Ingwer hinzufügen. Im nächsten Schritt bereiten wir die Tomaten mit Mozzarella vor, um dann im letzten Schritt noch das Lassi vorzubereiten. So, nicht vergessen, den grünen Knubbel, krebserregend. Raus. So, jetzt haben wir die Linsen hinzugegeben. Geben wir unsere gute biologische Mozzarella Vollfettstufe hinzu. Und viele machen nun den Fehler und gießen das Wasser ab, den Sud. Dabei ist der gerade bei biologischen Produkten sehr wertvoll. Ja, da ist Zitronensäure drin und gerade wenn man keinen Zucker hat, keine Zitrone, kann man das ohne Probleme noch nutzen. So können wir jetzt hier anfangen, die Tomatenscheiben zu belegen. Ja, also auf jede Tomate folgt eine Mozzarella. Mehr passt leider auch gar nicht drauf. Dann machen wir die drei hier so in die Mitte. So, und jetzt geht es daran, die Soße zu verfeinern. Nehmen wir auf jeden Fall als Grundlage Olivenöl. Den Sud der Mozzarella. Hinzu kommt etwas Orangensaft oder Zitrone, wer hat. Salz und Pfeffer. Und dann natürlich als Krönung, wer auch im Haus hat, Basilikum. Haben wir leider nicht. Rühre, Sause. Das heißt also auch hier noch ordentlich. Machen wir gleich so. Jetzt kommt nämlich, schmecken wir die Suppe ab. Ja, für eine gute Dahl-Suppe nimmt man an sich Ghee. Mit normaler Butter wird das auch funktionieren. Hoppala. Shakey, shakey, shake it. Ja. Den Joghurt. Wir wollen das ja mit Wasser vermischen. Ja. So dass es dann am Ende ein Mischungsverhältnis von 50-50 hat. So. Lassi kann man jetzt nun entweder süß oder salzig machen. Kommt immer darauf an, nach Ayurveda, was für ein Typ Mensch man ist, ob man Pitta oder Vata ist, braucht man entweder süß oder salzig. Wir machen die salzige Variante. Etwas Pfeffer und schwupps, fertig. So, dann würde ich sagen, es ist alles auf dem Tisch, was für unser heutiges Abendessen gezaubert werden konnte, von dem, was Simon hatte. Wir servieren, ich will es nochmal wiederholen, zur Vorspeise eine indische Linsensuppe, genannt Dal, ja, mit leichten Modifikationen hier und da, mit dem, was bei Simon möglich war. Dann zweiter Gang Tomate mit Mozzarella und in Olivenöl angerösteten Krustenbrot. Dazu der Lassi, ja, also der Joghurtdrink und als Nachtisch ein feiner Thüringer Stamm. Wohlbekommt's!